Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wenn die Macher von Dead Cells ein unfassbar gutes Spiel, ein neues Spiel herausbringen, bin ich absolut ohr. Wenn sie dann noch die Prince of Persia-Lizenz obendrauf packen, kann das doch eigentlich nur was Gutes werden, oder? Wir gucken uns heute The Rogue Prince of Persia an und ich hatte bereits so seit anderthalb Wochen die Möglichkeit, die Demo zu spielen, aber jetzt ist das Spiel im Early Access erschienen und deswegen freue ich mich tierisch drauf, mir dieses Spiel heute mit euch gemeinsam anzuschauen. Viel Spaß mit The Rogue Prince of Persia auf dem Steam Deck OLED. Wir gehen rein. The Rogue Prince of Persia wurde ja auf dem AAA-Festival angekündigt und war für mich mit Slay the Spire 2 direkt bestes Spiel überhaupt, ganz ehrlich. Ihr seht, Early Access, keine Demo. Spiel ist aktuell nur auf Englisch verfügbar, beziehungsweise auch, ich glaube, auf Chinesisch oder so. Ich denke mal, ich werde es dann auf Englisch spielen. Ob Deutsch noch kommt, weiß ich nicht, gehe ich aber schon von aus. Hier gibt es nicht viel Story. Ja, da können wir gleich einmal ganz kurz durchgehen, was wir da haben. Ja, also wir haben alle schon die Geschichten des Prince of Persia gehört. Held der Leute oder des Volkes, stolzer Kämpfer, Befreier, unsterblich, aber nur ein paar Leute erinnern sich an den Krieg, den er unwissentlich auslöste, nachdem er die Wut der furchtbaren Hunnen provoziert hatte. Fand der Prinz sich machtlos gegen die Magie der Schamanen. Drei Nächte später wachte er auf und seine treue Bola hing an seinem Hals, von seinem Nacken, irgendwie so. Und das ist die Geschichte, die ich dir heute erzählen werde. Ihr seht's, Evil Empire, wie gesagt, das sind die Kollegen, die Dead Cells gemacht haben. Eins der besten Spiele einfach für Steam Deck, das ist so, Punkt. Ich habe es unfassbar gerne gespielt, mir war es ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Ein bisschen zu schnell, da war ganz bisschen zu viel Action drin und deswegen hoffe ich, dass das hier einfach ja alles so ein bisschen vermischt ruhiger macht und besser macht. Ne? Also no time to waste. Ihr habt übrigens gerade gesehen, wir spielen in Full HD. Das sollte bei dem Spiel hier absolut kein Problem sein. Genau, er muss auf jeden Fall die Hunden stoppen, bevor sie die Stadt erreichen. Wir laufen mit dem linken Stick, springen mit A. Alles ganz easy. Hier können wir hoch. Genau, Demo-Zugang habe ich seit, ich glaube, anderthalb Wochen oder so. Habe zwei, drei Durchgänge gespielt, habe mich dann aber extra, weil halt auch dort von den Entwicklern gesagt wurde, da wird in dem Sinne ein bisschen gecheatet, weil man schon Fähigkeiten hat, die erst später freigeschaltet werden. Deswegen, hier laufe ich übrigens mit dem linken Trigger rüber. Deswegen habe ich, obwohl es mir echt schwer fiel, die Demo nicht gespielt, nicht so viel gespielt. Und deswegen bin ich einfach so unfassbar gespannt auf diesen Early Access. Genau, ist zu spät. So viel Rauch, die Hunden greifen die Stadt an. Was habe ich getan? Ich hoffe, die Leute kommen dort raus. Immer noch erkältet, Entschuldigung. Das Spiel sollte eigentlich schon vor zwei Wochen rauskommen, aber dann kam ja der Shadow Drop von Hades und dann gab es eine Twitter-Meldung von den Entwicklern, dass sie gesagt haben, okay, passt mal auf, einfach jeder spielt Hades 2, auch unsere Mütter spielen Hades 2 und deswegen können wir dieses Spiel, was halt einfach die gleiche Nische bedient, jetzt nicht rausbringen, verschieben das um zwei Wochen. Ich war natürlich, ja, ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, dieses Spiel für mich ein absolutes Top-Release ist, aber es ist halt verständlich, ne? Es ist verständlich. So. Wir können das Royal Sword bekommen mit 88 Damage Points. Wir haben aktuell die Doppelschwerter mit 90 ausgerüstet bei den Doppelschwertern. Wir haben, wie gesagt, diese Special Attack. Leute, die weniger oder Gegner, die weniger als 50% Leben haben, die werden gestunt. Bei dem anderen eine Serie von einer schnellen Attacke. Okay, mal gucken. Wenn ich das als Special Attack... Wir probieren es mal aus. Wobei, nein. Eigentlich kann ich es nicht machen, weil das andere zwei Punkte mehr hat. Zwei Punkte mehr. Genau, mit B können wir rüberspringen. Ich habe übrigens das Gefühl, und das hatte ich auch schon das Gefühl im Handheld-Mode. Ihr seht teilweise, obwohl wir hier
In der Regel mit 60 Frames laufen. Ja, wir spielen jetzt Full HD, ne? Normalerweise im Handheld-Mode ist es weniger. Aber dieses, ich glaube, das seht ihr, dass das dann so leicht anfängt zu ruckeln. Wie gesagt, alles Early Access, können wir alles noch ändern. Oder beziehungsweise kann alles noch verbessert werden. Wenn wir das Spiel jetzt mal in-game auf 30 Frames beschränken, bringt das einfach trotzdem nichts. Vielleicht bringt es was, wenn wir es im in dem Dingen hier beschränken. Nein, da gefallen mir die 60 Frames besser. Wir spielen einfach weiter. Wie gesagt, es sind keine Slowdowns, sind auch keine wirklichen Lags. Die habe ich auch im Handheld-Mode, aber wirklich sehr wenig. So, wer liegt hier? Genau, also pass auf, ne? Hier, ich hole dich hier raus. Mein Prinz, wenigstens bist du hier. Nur du kannst Persien retten. Bleib bei mir, ich bring dich irgendwo hin, wo es sicher ist. Oh. Ich werde dich retten. Dich und jeden anderen Persianer, in dem Kampf gestorben ist. Genau, meine Faithful Bowler, die Bowler, er zählt auf sie. Schauen wir mal, was das Ganze noch bringt. Jetzt müssen wir erstmal ein paar, komm, dich kicken wir da mal runter. Wir können nämlich, aber das lernen wir gleich erst, mit Y kicken. Oh, da wollte ich meine Power Attack machen und der war ein bisschen schneller, ist nicht schlimm. Okay, hier ist nichts. Ich muss noch einmal husten, es tut mir leid. So. Wobei, hier ist doch bestimmt unten was, oder? Weil ist nicht okay. Genau, den kicken wir da rein. Ne, hier lernen wir es gerade. Haben wir vorher schon mal gebraucht, um einen einfach runter zu kicken. Genau, wenn wir einen in den anderen reinkicken, dann ich sollte auf den gehen. Dann sind die benommen. Deswegen, wenn zwei Gegner da stehen, ruhig ineinander kicken. Du bist erstmal weg. Und du, zack. Machen wir so einen schönen. Johannes. Genau, halt dich an mir fest. Ich kann nicht. Was ist mit deinem Arm passiert? Die Schamanenmagie. Genau. Ja, die Hunden. Die Hunden. Warum ist denn er so? So, und tschüss. Warte mal, wie komme ich denn da hoch? Laufen wir hoch, mit L2 gedrückt. Und hier rüber. Ich denke immer, da unten ist doch bestimmt irgendwas, oder? Mit dem rechten Stick können wir so ein bisschen gucken. Ist aber nichts. Genau, wenn wir einen Gegner in ein... das ist ein Schild. Okay, das heißt, wenn die so diese blaue... toll, ich wollte dich gerade da reinschubsen. Shit. So, wir müssen uns mal heilen. Zack. Auch wenn du ein Schild hast, du kannst mir nichts... Aber ich hätte gerne mal eine neue Waffe. Das ist ein Brunnen. Das heißt, da können wir später so ein bisschen... Schnellreise. Ja, können wir schnell mit reisen. Ist da was? Da ist doch bestimmt was, oder? Siehst du? Bringt mir nur nichts. Oh, hier ist definitiv was. Hier ist was. Was ist denn hier? Hier ist Chakra. Boah. Okay, also. Unser Bogen, das ist halt, wenn wir R1 drücken, hat 98 Power. Das Chakram hat 31 Power. Das können wir nicht machen. Das kann ich doch nicht machen, oder? Einmal gucken. Nein. Das kann ich nicht machen. Kriege ich eigentlich? Nee, schade. Ich habe gedacht irgendwie, dass ich am Brunnen vielleicht meine Special Power auffüllen kann. Und hoch und zack. Es spielt sich halt einfach unfassbar gut. Es macht unfassbar... Oh, hier ist erst die Diving Attack. Ich habe es schon vorher gemacht. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, dieses Spiel. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das sehr, sehr oft spielen werde. Und das ist halt auch das Ding, gerade wenn man es jetzt natürlich mit The Lost Crown vergleicht. Das ist... Roguelike sind halt einfach mein Genre, ne, das wisst ihr. Jetzt hatten wir ein paar Slowdowns, hat man, glaube ich, gemerkt. Ups. Einfach, weil ich hier wirklich schneller
eine Runde mal ebenso spielen kann und trotzdem das Gefühl habe, die mit ihrer blöden Bombe, und trotzdem das Gefühl habe, dass ich weiterkomme. Kann ich aber gerne nochmal, da kam nämlich von meinem lieben Mister nicht Funke, sondern Funky, die Idee, tatsächlich am Beispiel von Prince of Persia einfach mal euch zu sagen, oder zu zeigen, warum eben Roguelikes genau mein Genre sind, weil sein Genre ist es beispielsweise gar nicht. Er macht mal ebenso, gut, nicht mal ebenso, aber trotzdem, er nimmt sich halt einen 100% Run bei Elden Ring vor. Und da macht er das auch. Na. Von daher ist das ein sehr interessantes Thema. Ich meine, The Lost Crown, ich habe es nicht durchgespielt, leider. Habe es gestern aber mal wieder gestartet. Merke aber, dass ich, glaube ich, noch mal einfach von vorne anfangen muss. Super, super Spiel. Aber wie gesagt, hier glaube ich tatsächlich schneller oder das Gefühl zu haben, schneller Erfolg zu haben. Ja. Unser Held. Genau, auch dich müssen wir rausbringen. Okay, ja, als erstes müssen wir uns mal um deine Verletzung sorgen. Genau, ich muss das Böse bei der Wurzel zerstören. Soldat, kannst du mich hören? Nein. Okay. Oh, shit. So, komm, dafür hole ich auch mal meinen Bogen raus. So. Und wir haben die erste Area geschafft. Wir gehen hier durch. Dann gucken wir mal, was passiert. Und wir spielen selbst, ihr seht hier oben, was wir da noch haben. Wir spielen selbstverständlich, bis wir sterben. Einfach aus dem Grunde, weil ich euch dann natürlich auch noch zeige, wie es zwischen den Runs ist. Weil wer sich nicht mit den Roguelikes auskennt, das ist halt gerade das. Ne, man stirbt, man wird stärker, man stirbt, man wird stärker, man stirbt und so weiter. Genau. Also, die Hunden haben die ganze Stadt in weniger als 3 Tagen eingenommen. Das heißt, wir haben das Aquädukt erreicht. Unter mir seht ihr da gerade so ein bisschen, dass wir ein Achievement haben. So, wir trinken ein bisschen Wasser. Was uns wahrscheinlich nichts bringt. Nein, dadurch haben wir bestimmt unsere Sachen aufgefüllt. So, ganz interessant. Wir sind hier jetzt im Aquädukt. Das heißt, wir können hier kein Fast Travel mehr in die Area davor machen. Das heißt, sind wir hier, bleiben wir hier. Und immer, wie gesagt, nicht vergessen, das Spiel läuft jetzt gerade in Full HD. Ne, ihr spielt es natürlich nur in 800p. Aber es läuft trotzdem wirklich, wirklich sehr, sehr gut. So, springen kann ich hier nicht. Sondern das ist jetzt so ein Intro. Wow, der nimmt mir mal eben so ein Drittel. Wow. Die sind stärker, als ich erwartet habe. Und dümmer, als ich erwartet habe. Die springen da einfach rein. Egal, egal. Da komme ich nicht hoch, ne? Da kann ich nicht hochlaufen. Okay. Lasst uns doch einmal, einfach damit ihr dann wisst, wie das Spiel im Handheld-Mod läuft, stellen wir das jetzt einmal um, ne? Auf 720p. Ja. So, damit ihr dann einfach mal die Qualität einschätzen könnt. Dann seht ihr natürlich diese kleinen Lags, die wir da hatten, sind hier einfach sehr viel weniger. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder? Ernsthaft, weil ich den verpasst habe? Doch, das schaffe ich noch. Also, zack. Was haben wir hier? Small Bag of Gold. Okay, Gold ist immer gut. Wenn ich sterbe, brauchen wir Gold.
So, was haben wir hier? Wir können 250 Lebenspunkte opfern für... Oh. Wow. Um unsere Double Daggers aufzuwerten von 90 auf 153 Punkte. Das ist richtig gut. Richtig gut. Mal ebenso von Level 1 auf Level 7. Krass. Richtig gut. Da werde ich nicht hochkommen. Was ist das? Oh. Guck mal, und da kriegen wir 200 wieder. Genau, ich hatte jetzt gerade Sorge, als da stand 250 Lebenspunkte. Ah, nee. Hier, pass mal auf, Kollege. Genau, das, als da stand 200... Wieso kann ich dich nicht da reintreten? Ich habe gerade Sorge gehabt bei den 250 Lebenspunkten, dass die auch von meinen maximalen Lebenspunkten abgezogen werden. Ist aber nicht so. Ändert halt nichts daran, dass wir jetzt trotzdem gestorben sind. Genau, tot, nein, das ist unmöglich. Unsere Bola beschützt uns. Genau, das heißt, die Zeit wird in dem Sinne zurückgenommen und wir werden an einen sicheren Ort gebracht. Alles, was wir tun können, ist neu starten, es wieder versuchen, bis wir einen Weg finden, um das Königreich zu retten. So, ja, ich bin zurück an der Oasis. Genau, mir geht's gut, also ich bin unverletzt. Genau, Bola funktioniert, alles gut. Genau, aber das Ding hat mich nicht zur richtigen Zeit zurückgebracht. So, hier kommen wir noch, hier wird irgendwas später sein, garantiert. Okay, hier ist einfach nur so ein Dummy zum Testen. Aber hier sind noch keine anderen Waffen drin oder so. So, wer bist du denn? Sucra. Genau, du bist wieder auf deinen Füßen. Du warst für 3 Tage im Bett. Ich muss einmal kurz was trinken gehen. Ich bin sofort wieder da. Kleine Augen. So, wir können übrigens auch einmal ganz kurz gucken, was denn der Akku sagt. Also wir sehen, wir haben 40%, haben noch ja, Stunde 20. Also ich denke mal so auf 3 Stunden vielleicht. Wobei ich mir auch denken... Ja, warte mal einen Moment. Wenn ich ein spezifisches Spiel... Ne, TDP habe ich nicht eingeschränkt. Kann man bestimmt machen. Kann man bestimmt machen. Wir haben jetzt mal auf 10 Watt gestellt. Schauen wir einfach mal. Genau, also er erinnert sich an diese Erinnerung. Und das heißt, die Bola hat ihn letztendlich nicht dahin zurückgebracht, bevor die Hunnen eingezogen oder den Überfall gestartet haben. Genau, geht's dir gut? Du siehst ein bisschen verloren aus. Ich fühle mich besser. Danke, dass du nach mir geschaut hast. Klar doch. Dir ging es aber nicht so gut, als ich dich gefunden habe. Okay, also er wird eine Lösung finden. Der König muss, oder deren König muss sicherlich schon in unserem Palast sein. Wenn ich ihn besiegen kann, werden die Hunnen gezwungen aufzugeben. Okay, genau. So, ich kann einfach nicht aufgeben und nichts tun. Wir gucken mal. Wie gesagt, wir spielen jetzt gerade auf 10 Watt. So, wir gehen wieder in Zagros Village. Aber kann man, ich kann mir doch irgendwas kaufen mit meinem Gold. In der Demo war das zumindest so. Da konnte ich mir zwischen den Runs was kaufen. Vielleicht muss ich mir das hier erst freischalten, weil das könnte halt eventuell das sein, was die Devs meinten. Okay, genau, es ist so ruhig hier. Sieht aus, als ob jeder gegangen ist. Wir gucken jetzt mal, wie es mit den 10 Watt läuft. Der Akku sagt dazu übrigens... Ja, ein bisschen mehr. Genau, Medaillon, hat er vorher schon mal gesehen. Also irgendwas hat das mit dicker Power zu tun. Heißt, Sticky Kick, okay, das heißt, es gibt verschiedene Medaillons und die triggern bestimmte Effekte. Das können wir jetzt einsetzen, wo wir möchten. Okay. Das sieht
sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Ich muss mal gucken. Also ich habe gerade, ich meine, ich möchte gucken, wenn die Gegner kommen, aber gefühlt läuft es gerade mit 10 Watt besser als ohne TDP-Beschränkung. Interessant. So, wo sind... Oh, hier können wir nicht hoch. Nee, nee, nee. Hier können wir nicht... Ah, das schaffen wir nicht, oder? Das schaffen wir mit... zack. Oh, shit. Ich hoffe, dass es das wert ist, was ich hier mache. Dass ich mir hier echt richtig wehtue. Moment, zack und springen. Springen. Boah. Oh. Ach. Egal, ich sterbe jetzt. Ist egal. Wir machen nochmal einen neuen Run, ohne dass ich jetzt... Also hier gibt es anscheinend irgendwas Gutes zu holen. Hoffe ich. Weil ansonsten macht das ja keinen Sinn, da irgendwie so einen schwierigen Parcours hinzubauen. Werde ich aber auf jeden Fall rausfinden, was das ist. Werde ich aber nicht jetzt probieren. So, wir machen es nochmal. Aber wie gesagt, es ist halt nicht schlimm, wenn ihr sterbt, weil das ist halt einfach das Spiel. Genau, ja, okay, du bist wieder da, okay, ja, du hast 3 Tage geschlafen, okay. Genau, so, es geht weiter. Genau, ich hoffe, ich muss nie wieder dein Leben retten, ich werde sorgfältiger sein. Aha, okay. So, wir gehen nochmal in Zagros Village rein, aber diesmal ohne in die Tür zu gehen. Wobei wir jetzt mal gucken können. Ob das prozedural generiert ist oder ob das Level immer gleich ist. Schauen wir mal. So, hier haben wir wieder den ersten Brunnen. So, hier haben wir einen Goldberg, der war gerade definitiv nicht da. Hier haben wir jetzt schon mal einen Haufen Gegner. Oha. Das heißt, die Sachen sind definitiv... Oder die Welt, in der wir sind, die ist definitiv pro Run anders. Was ich gerade richtig, richtig gut finde. Wir sehen halt auch wieder, unser Upgrade vom Schwert, welches wir hatten, ist weg. Denn jetzt haben wir gerade wieder die Double Dagger in Stufe 1. Aber dafür nehmen wir uns jetzt das Royal Sword. Und das hat halt diesen als Special Attacke. Wow, das war knapp. Okay. Ja, okay. Dauert natürlich schon ein bisschen, bis wir diese Special Attack überhaupt zünden können. Von daher, wie gut sie sich bewährt, ist tatsächlich so eine Sache. So, du gehst jetzt mal da runter. Ah, ist schon wieder eine Tür. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Okay. Was haben wir? Wir haben Gold, das nehme ich natürlich immer. Und wenn ein Gegner... Ah, guck mal, wenn ein Gegner... Ah, okay. Wenn ein Gegner gekillt wurde, kriegen wir 10 Energy Points. Das scheinen aber nicht Health Points zu sein. Das heißt, Energy Points ist, denke ich... das andere Medaillon habe ich jetzt gar nicht mehr. Das dürfte das von dem Bogen sein mit RB beziehungsweise R1. Der hier, zack, gucken wir mal. Genau, das ist natürlich sehr cool. Das heißt, wenn wir gleich Gegner damit töten mit dem Angriff. So, zack. Dann, jetzt geh doch mal weg. Du kommst da erstmal runter. Dann
können wir das dadurch immer auffüllen. Und zwar sehr gut auffüllen, denn so wie es aussieht, sind 30 Energy Points, würde ich sagen, Minimum ein Balken von den drei. Ich kann euch einmal ganz kurz zeigen, wie Fast Travel funktioniert. Das heißt, ihr geht da einfach hin, springt rein und kommt sofort raus in die Ladezeit, ne? Das heißt, wenn ihr irgendwie mal ein Backtracking machen möchtet, aus welchem Grunde auch immer, könnt ihr das damit sehr schnell machen. Wie gesagt, ich find's... Oh, was ist das denn? Ich find's halt richtig, richtig gut, dass auch immer das Level jedes Mal komplett anders ist. Azadeh, genau, was tust du hier? Das heißt, es ist halt einfach nie das Gleiche. Und mir gefällt halt so dieser Speed, dieser Pace, den wir hier haben, um einiges besser noch als bei Dead Cells. Genau, also du denkst doch nicht, dass ich meine Stadt so schnell verlassen habe. Nein, aber die Hunden, ja genau, ich kann mich selber verteidigen. Und das Hundencamp macht mir keine Angst. Genau, ich habe alles dabei, was ich brauche. Du sollst trotzdem vorsichtig sein. Genau, ich passe darauf auf, was wir aufgebaut haben, bis zum Tod, wenn es sein muss. Das Hundencamp. Oh, eine neue... Oh. Guck mal. Und bei unserem nächsten Versuch haben wir jetzt das Hundencamp. Sehr cool. Kann ich nochmal mit dir reden? Nein. Ich habe, also wie gesagt, ich muss gucken, ich habe wirklich jetzt das Gefühl, dass es mit den 10 Watt besser läuft. Definitiv besser läuft. Oh, wir können, jetzt können wir mal ein bisschen Geld ausgeben. Wäre interessant, können wir uns so gerade eben nicht leisten. Ein stärkerer Bogen macht natürlich Sinn. Mit dem Medaillon in Verbindung, dass wir halt die Energie mal auffüllen. Und toxisches Projektil. Das heißt, wenn wir einen Gegner von Weitem... Oh, okay. Eine Wolke aus Gift. Oder 600 Health Points. Das brauchen wir nicht. Ich mach das. Guck mal, damit würden wir das andere zerstören. Das wäre ja total blöd. Aber ich glaube, das beides zusammen... Den müssen wir töten, ne? Nicht? Hallo? Wo ist die Giftwolke? Wo ist die Giftwolke? Wo ist die Giftwolke? Ein Hitting. Das heißt, wir müssen den noch nicht mal killen, wir müssen den nur treffen. Da ist die Giftwolke. Da ist die Giftwolke. Oh, okay, also ich weiß jetzt schon, meine freie Zeit ist definitiv für dieses Spiel aufgebraucht. Das ist so unfassbar gut. Unfassbar gut. Das müsste hart sein, glaube ich, oder? Dieses Zeug? Resin? Ich meine, das müsste hart sein, was ja bedeuten würde, dass sie dadurch nicht irgendwie mehr Schaden abbekommen. Sondern sich dann wahrscheinlich einfach nicht so schnell bewegen können. Das wäre jetzt mein Gedanke. Hm. Was haben wir hier drin? Nein. Flaming Counter. Oh, auf. Das heißt, wenn wir getroffen werden, kriegen wir auch Energie. Das heißt, wir gehen jetzt in diesem Run tatsächlich völlig auf Fernkampf. Absolut. Völlig auf Fernkampf. Zack. So, so sieht das aus, wenn man auf Fernkampf geht. Shit, man stirbt im Fernkampf, wenn man es nicht richtig hinbekommt. So, jetzt tschüss. Mann. So, du auch. Ihr auch und... Oh shit, ich habe nicht genug Energie. Nein. Zack, zack. Ah, der war schon weg. Okay, einer zu viel. Egal. Egal. Oh. Ich kann dich gar nicht wegkicken, ne? Wenn du... Mann, du bist auch wirklich flink, muss ich sagen. Wirklich flink. So, was haben wir hier? Oh, wenn wir einen neuen Brunnen finden, damit haben wir auch den letzten Platz belegt. Okay, müssen wir gucken. Wenn wir einen neuen Brunnen finden, kriegen wir dadurch 16...
160 Lebenspunkte. Stellt das Ding auf 10 Watt. Stellt das Ding auf 10 Watt, dann läuft es wirklich. Also ich habe jetzt im Spiel keine Slowdowns mehr bemerkt. Ja, wieder failed, es tut mir leid. Ach, Leute, wir haben eine halbe Stunde. Wir haben eine halbe Stunde. Aber, was wir halt nicht vergessen dürfen, wir haben ja eigentlich das Hundencamp freigeschaltet. Also lasst uns doch einmal noch kurz gucken, wo das Hundencamp ist, würde ich sagen, oder? Komm, das machen wir. Habe ich überhaupt noch Zeit? Ich muss mir auf die Uhr gucken. Boah, ey, komm, egal. Egal. Ich muss eigentlich weg, aber egal. So, was haben wir? Ah, das heißt, wir können entweder in Zagros Village starten oder wir starten im Hunnencamp. Ah, das ist cool. Müssen wir gar nicht so lange spielen, um das Hunnencamp zu finden. Ich bin gespannt. Dabei habe ich ja Zagros Village gerade erst einmal geschafft, da durchzugehen. Und das Hundencamp könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen schwieriger. Genau. Ich erinnere mich, ich muss auf jeden Fall ein bisschen sorgfältiger sein. Ja, das muss ich wirklich. Jetzt ist natürlich meine schöne Sammlung von Medaillons ist weg. Alles weg. Schade. Suchen wir neue, aber das ist. Oh shit. Das ist ein Roguelike. Ich finde den Sound auch richtig gut. Der Typ da macht mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen. So, zack, zack, zack und ich habe keine Energie mehr. Oh, das sind voll viele. Shit. Tschüss. Oh, bin ich. Mann. Ja, wisst ihr was? Ihr kommt mir nicht ungestraft davon. Und dich kicke ich runter, einfach weil es Spaß macht. Ich kann die nicht weg. Oh. Shit. Gut zu wissen. Die haben so eine lange Lanze. Also hier ist es auch wichtig, im richtigen Moment einfach mal, wenn ihr seht, dass sie zuschlagen, zack, ausweichen mit B, also mit B einmal drüber springen. Und dann ist es auch in Ordnung. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich bin gleich schon tot. Aber ich habe ja zum Glück einen Heiltrank, der mir ungefähr 500 bringt. Die 250 tun weh. Und dafür kriegen wir so ein blödes Kack-Chakram, was uns einfach gar nichts bringt. Aber ich benutze es einfach mal, um zu sehen, wie es ist, wenn wir Gegner aufschlitzen. Ich meine, vielleicht schlitzen wir die direkt auf, dass sie nicht mehr laufen können. Und in zwei Teile fallen. Dann wäre es natürlich wiederum cool. Das werden wir jetzt sehen. Okay, nein. Aber ich würde sagen... Das war gut. Wahrscheinlich, weil die auch, oh shit, weil die auch mehrfach Schaden machen. Weil die ja mehrfach also hin und zurück gehen, ne? Ist jetzt meine Idee. Na, von hier kann ich es leider nicht. Kein Problem. So. Zack. Und tschüss. Und das ist gar nicht mal so schlecht, das Chakram. Das ist gar nicht mal so schlecht. Spartaner, okay, wenn ein Gegner mit einem, mit irgendeinem, ja, Obstacle zusammenstößt, kriegen wir 15 Energy Points. Ja, und gerade am Anfang, ich nehme natürlich einfach alles an Medaillons, was es hier gibt. Boah, die gehen mir richtig auf den Keks, ne, die gehen mir richtig auf den Keks. Und wieso? Woher kommt jetzt die Giftwolke? Weil das habe ich ja eigentlich gar nicht. Vielleicht ein kleiner Bug, dass mein Medaillon vom vorherigen Run trotzdem gilt. Toxic Shock, das ist...
Energy, Energy 15%, 30. Das heißt, warum ist jetzt hierbei so ein Release a Cloud of Poison? Ist das jetzt, weil wir das vielleicht zum zweiten Mal gefunden haben oder so? Keine Ahnung. Okay, was ist hier? Mission Order from Beirut. Okay, ich habe ihn selber gefangen, ihr Idioten. Hat sich in der Akademie versteckt. Ich werde den Part oder den Pfad zu den Outer Ramparts blockieren, sodass wir den Prinz fangen können. Aha, nee. Okay, also, oh, wir haben eine neue, richtig, oh, was ist das? Mindmap? Ah. Das heißt, wir haben jetzt anscheinend eine Mindmap mit allen wichtigen Infos. Heißt, so, jemand wurde gefangen genommen, Beirut, okay, das ist der General. Da wurde jemand gefangen genommen in der Akademie und hier sind zwei Sachen, die wir noch nicht kennen. So, das Gold von den Hunden klaue ich mir selbstverständlich. Und tschüss. Und tschüss. Kannst du auch hochpieksen? Kannst du nicht. Ha. Oh shit, warum ist denn der vorgegangen dabei? Ich wollte das Video ja eh beenden. Ne? Von daher ist das, glaube ich, ganz okay. Von daher ist das ganz okay. Also, halten wir fest, The Rogue, Prince of Persia, hält in jeder Sekunde, was es mir versprochen hat, das Spiel. Unfassbar geniales Spiel, bereits jetzt für mich. Eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, neben Animal Well, neben Balatro, neben, weiß ich nicht, was ich da noch gespielt habe. Also locker, bisher locker in meinen Top 5 2024. Läuft in Full HD sehr gut, läuft im Handheld-Mode sehr gut, aber das muss ich nochmal, wie gesagt, beobachten. Wenn ihr die TDP auf 10 Watt limitiert, läuft das Spiel noch besser, als wenn ihr es unlimitiert lasst. Muss ich einfach nochmal nachgehen, gucken, was das bedeutet. Aber The Rogue, Prince of Persia, beste. Wirklich, ich liebe es. Habt ihr einen verdammt guten Job gemacht. Jetzt schön weiter dran arbeiten auf dem Weg zur 1.0. Den Early Access werde ich aber sowas von mitnehmen und werde hier Stunden bis zum geht nicht mehr kloppen. Ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ihr von The Rogue, Prince of Persia haltet. Ob ihr das genauso unfassbar genial findet wie ich. Ob ihr es kaufen werdet oder nicht. Das ist übrigens, ich bin auch gleich fertig mit meiner Quatscherei, aber das ist auch tatsächlich eins der Spiele, welches die meisten Steam-Freunde von mir gewishlist haben. Von daher gehe ich davon aus und hoffe, dass sich das gut verkaufen wird und dass dann die Mütter der Entwickler nicht mehr Hades 2 alleine spielen, sondern auch The Rogue, Prince of Persia. Meine lieben Freunde, ich bin raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.